Und so ein schönes dabei bist. Wir spielen einmal Minecraft Modernkraft. Und was wir heute vorhaben, ist, wir versuchen diese Maschine hier nach oben zu versetzen, weil die sieht irgendwie im Keller ziemlich scheiße aus. Ich habe den ein bisschen ausgebaut, wie man vielleicht sieht. Aber an sich habe ich da nur was Designtechnisches gemacht und nichts Technisches, was irgendwie großartig wichtig ist. Gut, dann setzen wir mal die alle Sachen hier um. Also Fertilizer weg. Kabel können wir damit auch mal wegmachen. Das war das falsche Kabel. Jetzt haben wir gleich keinen Strom mehr bei den anderen Sachen. Und ja, dann machen wir die Dirt hier weg. Das Wasser. Mit einem. Ich meine, wir können es ja leisten. Mit einem Fertilizer. Gut, dann diese Maschine weg. Und die Sachen hier halt, die Gold Pipes. Das kann endlich weg. Schalter brauchen wir auch noch. So und so und so. Und die Deep Storage Unit. Da hat sich schon ewig nichts reingefüllt. Was ist denn da los? Naja. Also, es sollte ja oben dann deutlich besser laufen. Ich frage mich auch, ob das mit dem Fertilizer immer noch ein Problem ist. Das ist das Wheat. Das müssen wir dann anders auch verlegen. Aber das machen wir dann gleich. Wir gucken mal kurz, was alles da neu dazugekommen ist. 400 UU-Meter. Wieder 49.000 irgendwas. Wir packen immer die Seeds weg. Die brauchen wir nämlich nicht unbedingt. So, zumindest die meisten. Ein Stack behalten wir mal. Redstone kann auch raus. Brauchen wir. Das kann weg. Oh, dort hätten wir gebraucht. Wollen wir ja ein Stack raus. Potatoes behalten wir mal. So, gut. Was? Wo setzen wir das dann oben hin? Mal gucken. Dieses Loch werde ich da. Was ist das? Was auch immer, eben hat sich gerade meine Konsole geöffnet, hat mir irgendwas von Bits Admin gesagt. Ich werde da gleich mal nachgucken. Bitte nicht schon wieder ein Virus. Letztes Mal habe ich da mich echt 2 Stunden mit abgemüht, so ein scheiß Virus wieder wegzubekommen. Da bin ich in Programme reingegangen, von denen ich nicht wusste, dass die in Windows existieren. Mit Torches. Ja, haben wir. Leck. Gut. Ja, ich habe definitiv, also mindestens Adu immer wieder. Geil. Hat richtig Spaß. Ganz toll, ganz toll. Gut. Also ich denke mal, wir werden jetzt hier so an die Baumfarm ein bisschen bauen. Anscheinend funktioniert. Ups, das war das falsche Tool. Ich bin gerade froh, dass ich mir das Ding nicht in die Luft gesprengt habe. Warum? Ich habe doch gar nicht auf Escape gedrückt. Ich habe auf E gedrückt, wenn dann überhaupt. Wir gucken noch mal kurz unten was. Und zwar, ob das jetzt. Alter. Ist ja nicht mehr schön. Stellen jetzt. Ich habe jetzt auch nur noch 30 FPS einfach. Nur mit Minecraft. Ich glaube, ich habe mein Fenster offen. Ja, egal. Hier kommen die U-Meter. Alter, ist. Also so hässlich hat es jetzt echt noch nie geleckt. Wir machen mal noch kleinere. Ich habe eigentlich schon alles auf Minimum. So. Jetzt darf es nicht mehr lecken. Und es leckt. Hey, woher. Ich habe gerade eben, bevor ich die Aufnahme gestartet hatte. Jetzt hat sich auch noch. Hä? Da fuck. Jetzt weiß ich nicht, wie ich die Folge nennen soll. Ich nenne sie einfach normal und jeder, der sich angeguckt hat, hat jetzt gesehen, was passiert, wenn ich mir Malware bzw. ein Virus reinfange. Was wollten wir machen? Was wollten wir machen? Gute Frage. Ich habe es schon wieder vergessen. Genau, wir wollten nach den Dingern hier unten gucken. Ob die das immer noch so einfach rausschmeißen oder ob sie es inzwischen. Rauslegen. Wir gucken mal, wie viel Work der hat. Okay, der ist gleich fertig. Okay, es scheint irgendwo hingegangen zu sein, ja, anscheinend. Hier liegen tut's nicht. Okay, anscheinend funktioniert das jetzt. Das heißt, die Baumform oben hat immer Fertilizer. Wir können auch gleich mal gucken. Ich habe da jetzt schon ordentlich Farbe rausgenommen. Wir können mal gucken, wie viel die inzwischen wieder produziert hat. Und dann bauen wir jetzt weiter an unserem eigentlich. Ach, übrigens, ich habe noch hier so ein Crafting-Ding gebaut. Das hat einfach nur viel Eisen gekostet. Das war nicht wirklich. Brauche halt jetzt deutlich mehr Strom, ne? Also mein ME-System frisst schon ordentlich. So. Jetzt kommen wir mal wieder auf die ursprüngliche Sache zurück. Wie bauen wir das hier? So.
Also wie gesagt, ich würde es ja irgendwie hier bauen, sodass wir auch hier am Fertilizer dran sitzen. Aber eigentlich fände ich schon gut, wenn das jetzt aufgeteilt wird. Wir gucken mal. Wir bauen jetzt erstmal auf. Wollen wir mal hier so den Dirt hin. Also man sieht, hier kommt Fert... Lol. Hier kommt Fertilizer rein und hoffentlich auch... Ja, keine Ahnung, was ich jetzt gerade sagen wollte eigentlich. So, Planter sitzt. Der Fertilizer kommt auf. Ja, eigentlich müssten wir ihn jetzt auf die Seite stellen. So. Warum sollte ich in die Richtung gucken? Okay, manchmal ist es praktisch, aber gerade ist es nicht praktisch. Hat noch nicht richtig funktioniert sozusagen. So. Meine Harke. Steinhake. Irgendwie gibt es die hier noch nicht in der Power Suite. So, das sollte schon reichen. Machen diesmal nicht so ein großes Feld wie unten. Können wir ja immer noch erweitern, theoretisch. Genau, hier brauchen wir eigentlich kein Upgrade. Ich habe das Wasser vergessen. Oh mein Scheiße. Hä, ich habe doch immer Eimer dabei, oder? Aber ich brauche mal so ein Wireless Access Terminal. Das ist ja richtig nervig. Werde ich dann auch nochmal bauen. Gut. Hä? Wo ist mein Harvester hin? Planter ist da unten. Harvester. Wo ist mein Harvester bitte jetzt hin? Warum leckt es schon wieder? Ja, okay, ich muss halt echt gleich mal nachgucken, was ich mir eingefangen habe. Bitte nichts, was allzu lange dauert, wegzumachen. So. Ha? Hä? Die Storage Unit? Ha? Wo ist mein Harvester? Habe ich den noch hier stehen? Lol. Ich bin doof. Aber das wisst ihr ja schon. Gut, dann brauchen wir noch eine zweite Diamond Pipe. Voraussichtlich zumindest. Gut. Und dann laufen wir erstmal wieder hoch. Okay, was machen wir jetzt? Ja, okay, eigentlich ist es klar, was wir jetzt machen. Wir bauen jetzt das Ding hier auf. Und ich habe schon wieder den Armor vergessen. Ach, Scheiße. Das ist mega nervig, wenn man so eine Scheiße vergisst. Hier mein kleines Räumchen. Und manchmal ist die Pause wieder auch nervig. Aber manchmal nur. Sie ist eher nützlich. So. Bucket. Oh, ich habe sogar noch einen mit wassergefüllten Wassereimer. Deutsch. Wassergefüllter Wassereimer. Vielleicht sollte ich doch mal das Fenster zu machen, aber eigentlich habe ich gerade keine Lust. So viel Dirt hätten wir niemals gebraucht. Ich hätte meinen Mute-Knopf gerade ausprobieren können. Scheiße. Ach, jemand wollte um chillige Musik. Ja. Das könnte jetzt ein bisschen laut sein. Tschüss. Kurz. Ja, das war ein bisschen laut. Ups, das war das falsche Fenster. Das ist GS. So. Also, jetzt können wir nochmal hier alles durchharken. Zack, zack, zack. Machen wir hier ein bisschen was hin und da ein bisschen was hin. Ich würde eher gerne Kartoffeln eigentlich hier dran. So, so. Genau so. Auf jeden Fall wollte ich das machen. Ja. Dann bauen wir hier eine Diamond Pipe hin, wo sich das hier aufteilen sollte. Hoffentlich. Blau. Oh, zum Glück habe ich Golden Pipes dabei, ohne Spaß. Hätte ich jetzt nochmal runterlaufen müssen, das wäre richtig scheiße. So, ich glaube, das musste von unten dran gef... Nee, ist egal. Wir sagen einfach mal, es ist egal. So, und in Schwarz muss dann das und das. Jetzt brauchen wir halt noch Strom, aber den haben wir hier gleich nebendran sozusagen. Da sitzen wir instant. Nee, Flachs brauchen wir nicht. So, dann müssen wir jetzt kurz hier rüber bauen und dann sollte hier, genau, hier ist der Strom. Ich habe auch neue Cables hier gebaut, weil die mir echt ausgegangen sind schon wieder. So. Die sind halt schneller weg, als man denkt, ne? So. Und hier möchte ich auch noch so. Genau, deshalb habe ich die zweite Diamond Pipe mitgenommen hier. Ich brauche ein bisschen Fertilizer. Also Industrial Fertilizer auch. Kann ja mal das nächste Stückchen einfach abfangen. Komm, Stück Scheiße, komm bitte.
jetzt kommen? Guck mal, wie viel... Alter, 2000, nicht schlecht. 11.000, auch nicht schlecht. Also die Baumfarm läuft. Ja. Ich mache die Musik lieber nochmal leiser. So. Man muss sie ja nicht unbedingt hören, man muss sie nur unterbewusst annehmen. So, jojojojo. Okay, da ist ein Fertilizer. Alter, bin ich schnell manchmal, ne? Manchmal bin ich schnell, manchmal bin ich aber auch viel zu fett und deshalb langsam. Okay. Können wir hier jetzt endlich Fertilizer reinpacken. 11, grün meine ich und gelb. Oh, das ist weiß, mein Fehler. Das sollte wahrscheinlich weiß sein, auch wenn es ein bisschen grau aussieht. Und grün wäre halt die andere Seite gewesen. Sollte ich schon rechts rausschmeißen, aber wir können es auch viel besser verwenden. Kannst du mal eins benutzen? Ich glaube, ich muss das Upgrade hier rauspacken. Ich weiß gar nicht, was das für ein Range, was das für eine Standard-Range hat. Ich lasse es mal lieber drin. Nicht, dass es dann später noch gebraucht wird. Aber, lol. Der Planter hat mir ein bisschen viel bearbeitet hier, aber egal. Der Harvester arbeitet auch irgendwie noch rechts und links neben sich, von daher. Wir packen, glaube ich, vielleicht einfach hier mal... Doch, wir machen es jetzt einfach mal größer, kein Bock. Hier eins und da eins und... Läuft's? Setzt der Planter jetzt auch nochmal was hin oder nicht? Planter? Hey, hier sind... Ah, ich habe den Strom hier vergessen, lol. Der sollte hier unten sein. Genau, hier ist der Strom wieder. Ups, das war die Railgun, die mich so zurückgeboostet hat. Hoffe ich zumindest. Das wäre ein bisschen komisch gewesen. So. So, perfekt. Genau, und jetzt geht das hier auch ab. Hier Instafeld. Instafeld, bester Name für eine neue Firma. So wie Instagram. Na egal. Schlag ich mir wieder aus dem Kopf. So. So und so. Perfekt. Würde ich sagen. Der Plant hat aber irgendwie keine Lust, irgendwas zu machen, gell? Was macht er? Ey, der Junge macht irgendwie nichts. Hä? Ach, hier ist er. Ich dachte schon, der wäre jetzt schon. Das sollte vielleicht nicht hier rein, sondern da rein. Das verteilen wir eben. Aber mehr auf Kartoffeln. Genau, und er benutzt den scheiß Seed. Du sollst Kartoffeln benutzen. Du benutzt Kartoffeln. 18 Item. Ach du Scheiße, ich bin runtergegangen. Na, warte mal, cool. Das war hier auch noch ein Direktzugang. Ich hoffe mal, die Suizid-Zombies sind nicht so suizidhaftig. Lol. Wo kommt das denn jetzt her? Oh, shit. Ich habe gar nicht gedacht, dass hier ein... Verdammt. Lol. Was habe ich da reingepackt für ein Upgrade? The fuck? Dieses Ding bepflanzt einfach alles instant wieder. Okay, dann bauen wir das um. Dann bauen wir hier einfach noch einen zweiten Harvester dran. Ja, dass ich das abgebaut habe, war im Nachhinein nicht so schlimm. Wobei doch, war es denn? Wir werden das Deep Storage jetzt hier hinpacken. Da das die Diamond Pipe drauf. Okay, ich sehe schon, die Folge wird wieder zu lang. Aber egal. Komm. Will ich jetzt noch fertig kriegen. Dann Kartoffeln hier und Kartoffeln in Rot. Und Weizen. Weiß ich noch nicht. Werden wir gleich gucken. Wir müssen wahrscheinlich wieder eine Pipe nach unten legen. Werden wir gleich mal gucken, wie wir das machen. Wir brauchen jetzt vor allem noch einen zweiten Harvester. Den können wir aber ganz easy bauen, denke ich mal. Sollten wir noch alles haben. Dann gucken wir mal hier. Hier habe ich noch irgendwo gerade die zwei Käbelchen schon reingelegt. Beziehungsweise die zwei Pipes. Da ist es. So, aber die Pipes werden niemals reichen bis nach unten. Never ever. Never ever in life, Digga. Wo sind wir hier gerade gelandet? Ach so, ja, okay. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Ich würde hier gerne irgendwo eine Kiste hinpacken, muss ich sagen. Muss ich tatsächlich sagen. Ich muss das irgendwie ja von meinem E-System noch abholen lassen. Ich habe unten noch eine
Input Pipe, da kann man alles reinpacken und es wird rausgezogen. Aber da komme ich jetzt schlecht dran. Ich werde mal ein neues Lied anmachen. So. Ups, ich glaube, ich habe hier auch schon eingerissen. So, weg damit sozusagen. Die Pipe finde ich ganz stylisch. Das werden wir noch ein bisschen anders zubappen, aber das wird dann noch passen. Hier ist die Input Chest. Und wie kommen wir da dran? Wir können hier unten Pipes ranlegen, auf jeden Fall. Wir brauchen halt erstmal Pipes. Da muss ich, glaube ich, neu craften. Gold. War das so rum? Ja. Bauen wir einfach mal ein Stack. Wir haben es ja. Habe jetzt auch schon die ersten Auto-Crafting-Rezepte reingepackt, aber das sind nicht so die krassen Sachen. So, dann packen wir das hier dran. So, hier drunter, damit es ein bisschen besser aussieht. Und dann bauen wir es einfach mal hier lang. Oh, das ist schon eine Installation. Ich muss aufpassen, dass ich bei den Kühen nichts einreiße eigentlich. Denn die können sonst wahrscheinlich ausbrechen. Und ich habe die Tür kaputt gemacht. Verdammt. Aber ich habe noch diese Covers hoffentlich. Also Quatsch, nicht Covers, das heißt anders. Stone. Hier diese Fassaden. Geh da rein. Okay. Geht es? Ja, es geht. So, und dann hier die Reinforced Door. Weil die es weg hat. Was? Die kann man nicht mehr auf dann... Fuck. Didn't expect that. Ja, okay, dann müssen wir halt eins weiter nach unten, ne? Sieht zwar scheiße aus, aber hier geht ja hoffentlich niemand hin. Mann! So, und... Lol. Ich gedacht, dass ich da so schnell rauskomme. Geil. Ich habe ja Stone bestellt schon mal. Genau, da kann ich mir jetzt jederzeit Stone bestellen. Der kommt dann auch recht schnell. So, funktioniert wieder. Dann machen wir jetzt hier die Fassade noch rein. Kobbelsteine. Wir haben fast 500.000 inzwischen. Brauchen wir aber nie. Gut, dann ist Holz weg. Ach übrigens, ich habe auch hier einen Server rum reingemacht. Die Farbe hat sich Link, beziehungsweise halt Ken ausgesucht. So. Wo war das Kabel nochmal? Wir müssen hier auf jeden Fall rein, weil da kommen wir da schnell am schnellstmöglichen. Ich glaube, wir können hier unten, genau, wir können ja hier unten noch einfach aufbuddeln. Und dann kommt es hier lang. Okay, dann ist zwar mein Laufweg erstmal ein bisschen gesperrt, aber ich kann das ja auch umbauen. Ich kann das ja auch einfach hier hochführen und dann machen wir hier sozusagen eine Deckenleitung. Das hat eh mehr Swag. Mehr Swag ist immer gut. So, so, so. Die Sachen verlieren ja keine Items einfach so mal, hoffe ich. Zumindest nicht die Gold. Eigentlich müsste ich übrigens gar nicht die ganze Zeit mit Gold bauen, aber ich mag dieses gleichmäßige. Ich könnte auch einfach hier dann nur noch Stonepipes nehmen, die sind nämlich einmalig, also die speeden einmal hoch. Hier sieht man, dass die gut funktioniert. Die speeden einmal hoch und dann kann man auch Woodenpipes dranlegen. Das würde trotzdem gut funktionieren. Gut, die brauchte ich gar nicht, fällt mir gerade ein. Chest kann auch weg. Gut, funktioniert das jetzt? Wir sind jetzt an der Chest. Oh, jetzt hätte ich die Fassade nur noch gebraucht. Facade, haben wir aber, können wir ganz schnell rausholen zum Glück. Nein, daneben. Das war ein Fail. Bitte her. Frage ich das gerade so auf Anhieb geschafft habe. So. Das war die falsche Fassade. Nein, ich bin doof. Nicht schon wieder. Ist doch schon gestern passiert. Fassade. Hier. Eine. Amazing. Okay. Dann gehen wir jetzt mal nach oben. Und gucken, was abgeht. Ah, jetzt weiß ich wieder, was wir noch bauen mussten. So, hier kommt dann der andere Harvester hin noch. Wir brauchen noch ein Silver Upgrade, würde ich mal spontan behaupten. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein Silver Upgrade. Sieht der die hier überhaupt? Ey, dass dieser Planter auf einmal so einen hingelegt hat, ne? Dieser Sohn einer, ne? Brauchen wir gar nicht zu vervollständigen. Ist nämlich ein gemeines Wort, dürft ihr niemals benutzen. So. Wo ist dieser Scheißplanter? Hä? Ey, Mann. Nein! Nicht meine Höhle fluten.
Hier ist der Planter. 6. Das heißt, der hat gerade ein 6x6 abgeerntet, oder was? Jüngs. Anstatt, dass der halt so 3 in jede Richtung, also hier 1, 2, 3, 1, 2, 3, nö. Bam, bam. Alter, der hat Nerven. Ja, jetzt dürfen wir erstmal ein bisschen was kaputt treten. Boing, boing. Wir müssen ein anderes Upgrade reinhauen. Definitiv. So, das wird irgendwann verjähren, hoffentlich, sozusagen. So, alles rein. So. Also der Planter war definitiv fail. Wir machen einfach mal ein kleineres Upgrade rein. Wenn wir das jetzt überhaupt schnell bauen können. Ich guck mal kurz, auf welcher Folgenlänge wir sind. Wir sind bei 20 Minuten. Ach du Scheiße, dann kommt die Folge vielleicht gar nicht mehr online. Also ich mache das jetzt einfach noch offline fertig. Aber das Prinzip sollte ja klar sein. Wir haben es ja auch einfach nur ein bisschen hochgestellt und erweitert. Und dann sehen wir hoffentlich beim nächsten Mal uns wieder. Oder im zweiten Video, wenn heute eins kommt. Tschüss.